Vor einigen Tagen gab es einen neuen Aufreger im Netz. Und tatsächlich wurde ich auch gebeten, dazu etwas zu sagen, wobei ich mich in diesem Fall gefragt habe, warum eigentlich ich? Ich meine, mein Gebiet ist der Islam. Ich muss ja nicht zu jedem Thema etwas sagen, auch wenn das überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat. Es ging um eine neue Verordnung der EU, in der man zu den Insektenarten, die bisher schon in Lebensmitteln erlaubt sind, eine weitere hinzugefügt hat. Das war etwas Neues im Januar 2023. Es gab eine Reihe Insekten, die schon in Lebensmitteln erlaubt sind, und jetzt kam eine weitere Art hinzu. Seit Juni 2021 sind in Lebensmitteln Mehlkäfer erlaubt. Seit November 2021 die Wanderheuschrecke. Seit Februar 2022 die Hausgrille. Und seit Januar 2023, das war kürzlich, der Buffalo-Wurm. Aber erst kürzlich, im Januar 2023, wurde daraus ein Aufreger. Und nicht, dass man mich falsch versteht. Das ist nicht meins. Also ich kann mir das nur schwer vorstellen, mir etwas zu Gemüte zu führen, was mit Insekten zubereitet wurde. Ich weiß nicht einmal, wie die Sache islamisch aussieht, das müssten Gelehrte beantworten, aber selbst wenn es erlaubt ist, es gibt viele Dinge, die erlaubt sind zu essen, die ich aber trotzdem nicht esse. Also wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Verordnung um, die eine weitere Insektenart erlaubt hat? Nun ganz einfach, ich esse es nicht. So simpel, genauso wie bisher. Wie auch mit allen anderen Dingen, die erlaubt sind zu essen, die man vielleicht im Supermarktregal findet, aber die ich nicht essen möchte. Das ist bei Pferdefleisch sicherlich einfacher als bei einem Mehlwurm. Bei Pferdefleisch erkennt man es leicht. Bei einem Mehlwurm muss man vielleicht mal auf die Zutatenliste schauen. Aber ich denke, das tun viele von uns sowieso. Ich meine ganz im Ernst, wer hat noch nie bei einem Produkt nachgeschaut, ob nicht Gelatine drin ist? Unabhängig davon, welcher Meinung man folgt, ich glaube, das haben die meisten von uns schon. Und nein, diese Dinge werden auch nicht heimlich irgendwo untergemischt. Offiziell heißt es, Lebensmittel, die Insekten enthalten, müssen dies in ihrer Zutatenliste klar und verständlich kennzeichnen. Dabei müssen der lateinische und der deutsche Name genannt werden. Zusätzlich muss angegeben werden, in welcher Form das Insekt verwendet wurde, zum Beispiel Pulver oder Paste. Und ganz nebenbei, ich glaube, viele von uns verzehren bereits Lebensmittel, in denen Insekten verarbeitet werden. Karmin ist beispielsweise ein Lebensmittelfarbstoff, ein roter Farbstoff, der aus Läusen gewonnen wird. Der ist verbreiteter, als man denkt. M&M Crisps zum Beispiel enthalten ihn. Müllermilch, Kirsche, Banane. Und den gibt es auch in vielen, vielen anderen Lebensmitteln. Oder Shellac. Shellac findet man beispielsweise über Schokobons. Die sorgen für diesen glänzenden Anblick. Dafür verwendet man Shellac. Shellac wird aus Ausscheidungsprodukten von Läusen gewonnen. Ich glaube, das macht es nicht appetitlicher. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, die meisten von uns würden niemals wieder Wurstwaren essen, wenn wir sehen würden, wie diese zubereitet werden. Deswegen war das auch für mich überhaupt kein Aufreger. Ich habe gar nicht gesehen, was sich für mich geändert hat. Und das ist vielleicht auch so eine der Lehren, die man daraus ziehen kann. Aufreger gibt es ohne jeden Zweifel. Es gibt Dinge, über die man sich aufregen kann. Aber vielleicht sollten wir das nicht daran festmachen, ob gerade etwas ein Aufreger im Netz ist, ob gerade im Internet die Gefühle hochkochen. Vielleicht sollten wir, wenn so etwas passiert, einfach mal einen Schritt zurückgehen, uns die Sachlage einfach ganz neutral anschauen und am Ende überlegen, was das überhaupt für uns bedeutet. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.